Moin, meine lieben Reisebegleiter und herzlich willkommen bei unserer luftigen Reise hier über der verseuchten Erde von Forever Skies. Und ja, ich sollte noch mal landen. Ich war gerade ein bisschen rausgeflogen, damit wir uns noch ein paar Synthetics holen. Ich habe jetzt mal so 300 Stück angekarrt hier. So, gucken wir mal, dass wir hier jetzt vernünftig das Schiff ein bisschen aufrüsten können. Haben wir ja gesagt, diese Folge nutzen wir mal zum Bauen. Wasser mache ich gerade, weil genau so eine Scheiße hier steht ja mittlerweile alles im Weg. So, dieser Wassersammler ist irgendwie blöd, weil er immer nur drei Stück macht, ne? So, jetzt stehe ich hier nämlich mit meinem Talent wieder. So, genau. Schmutzwasser eingefüllt. So, dann kriegen wir auf jeden Fall genügend Trinken. So. Jetzt wollen wir mal schauen. Ach Gott. Das Ding ist schon wieder voll. Warte, nimm den direkt mal auf hier, oder? So, wir müssen erstmal ein paar Sachen wieder abbauen. Ist hier noch ein Köder drin? Ja. So, dann den Köder weg. Sehr gut. Hat gerade besser geklappt, ne? So. Da muss ich mal gucken. Dann kann ich ein bisschen was hier reinpacken. Dann habe ich hier, glaube ich, keinen Platz mehr. Und hier habe ich noch ein bisschen Platz. Da kommt dieser Regensammler und der Köder selber rein. Also der Insektenfänger. Gut, dann gucken wir mal. Als allererstes brauchen wir, ich würde sagen, etwas zur Verstärkung des Schiffs. Das heißt, wir brauchen die Helium-Dinger. Ja, ja, ich warte ja noch. Kriegst du gleich. So. Wo war das jetzt? Luftschiffteile? Brauche ich das hier im Luftbauer? Ja, ne? Hier war das doch, ne? Ah, hier, genau. Ein Ballonkern. Der Basis für den Ballonkern jedes Luftschiffs besitzt mindestens eine Basis. 6 Stück. Und die Erweiterung kostet 4. Ballon vergrößern oder den Ballonkern. Die Basis für den Ballon jedes Luftschiff besitzt mindestens eine Basis, aber es ist möglich, weitere Ballons hinzuzufügen, um die Kapazität zu erhöhen. Plus 500. Und hier haben wir plus 400. Dann baue ich doch das mal. Hup. Bitte. So, wie können wir den denn jetzt wo hier dran packen? Ach, du ahnst das nicht. So weit komme ich gar nicht raus wahrscheinlich, ne? Eije, das ist aber auch riesig, ey. Alter Verwalter. Da muss ich aber noch ein ganzes Stück nach da hinten kurz ausbauen wollen. Ja. So, ich kann die hier doch schon mal abbauen, ne? Hier, die. Hallo? Achso, nicht mit dem Gerät in der Hand, ne? Das geht nicht. Ja, ja. Das ist ja jetzt erstmal egal. So, wir müssen gleich wahrscheinlich noch eine Kiste bauen. Dieses blöde Bett steht mir so nervig im Weg, ne? Ja, ich glaube, wir müssen noch eine Kiste bauen. Jetzt erstmal was zu trinken hier. So. Ja, die kann ich gleich ganz austrinken. So, dann haben wir das. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier ist so eine Rampen bauen. Hier ist so ein Steg mal eben weiter bauen. Das reißen wir ja gleich wieder ab, ne?
So, mal gucken, ob ich jetzt diesen Ballonkern hier nutzen kann. Wo habe ich den denn? Was ist das Bett? Das? Wo ist denn der Ballonkern wohl? Was fehlt denn jetzt für den Ballonkern? Ich hatte ihn ja noch nicht gebaut, ne? Was fehlt denn dann jetzt? Synthetische 120. Ach, du ahnst es nicht. Habe ich jetzt so viel weggehauen? Alter. Ich hatte aber noch welche. Ich hatte doch noch irgendwo 100 Synthetics reingepackt. Bist du jetzt blöd oder was? Da. Ja, das ist aber nicht so viel, ne? Hui, da brauchen wir aber noch einiges Woll. Geht das so nicht? Ich verstehe das jetzt nicht. Ich sehe hier auch nichts. So. So, kann der nur da vorne dran oder? Hä? Wie funktioniert das? Muss ich die alte Dings erst abbauen oder was? Oder was brauche ich jetzt? Ich kapiere es nicht. Jetzt muss er erstmal einen Kern irgendwie dran kriegen. Ja. Du, wenn ihr da Ideen habt, ne, dann sagt mir doch mal was. Weil irgendwie kapiere ich es gerade nicht. Wie verbinde ich die denn? Ja, da müssen wir halt noch mal ein paar Stege bauen. Mal eben gucken. Hä? Was? Zu weit vom Luftschiff entfernt. Hä? Ah, hier kann ich nicht weiter. Ach, du ahnst es nicht. Junge, 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 Junge. Ja, und wie mache ich jetzt einen weiteren Ballonkern da dran? Ne, ernsthaft jetzt mal. Wie soll denn das gehen? Quatsch hier, meine Güte. Nein. So. Ballonkern. Den kann ich aber auch nicht drehen, ne? Nee. Ich hätte jetzt gesagt, hier so einfach bei. Also hinten dran gehangen, aber irgendwie. Irgendwie funzt das so nicht. Ja. So was? Ich guck mir das noch mal irgendwo an. Ich raff's gerade nicht. Wir verstärken den Ballonkern jetzt erstmal einmal, dass wir ein bisschen mehr da dran kriegen. 1300. So. Und dann. Oh, hier ist auch schon kaputt. Naja. Jetzt würde ich das ganze Ding erstmal möglichst gut erweitern. So, ich hatte hier ja jetzt erstmal eingerissen, ne? Hä? Nicht genügend Platz im Inventar. Na, leck's mich doch am Arsch. Ach ja. So, was kann jetzt wohin weg? Oh Gott, ey. Muss so eine Kiste bauen, glaube ich. Hier kann ich noch irgendwas reinpacken. Packen wir doch mal erstmal hier von ein Stack rein. So. Haben wir Plastikmüll noch irgendwo hier drinne? Nee. So, wo kann ich denn noch irgendwas ausdecken hier? Gibt's nichts, ne? Ja, die Heliums kann ich eigentlich wieder wegpacken. Die brauche ich ja nicht mehr. Dann habe ich wenigstens wieder ein bisschen Platz, ne? So, und jetzt würde ich hier gerne mal eben eine Wand dran, so einen neuen Kasten dran bauen. So, ein Leiterraum, ein Cockpit, Zuschauerecke. Ich würde jetzt erstmal hier den ganz normalen Raum nehmen wollen. Was ist jetzt wieder hier falsch? Von außen. Ach so, ja, vielleicht musst du erst den Motor hier.
Ach, dann den Sprit raus. Und schon haben wir keinen Platz mehr. Ich muss jetzt mal eben eine Kiste machen hier. Das nützt nichts. Die kleine Lagerkiste. Wie man auch alles einfach voll haben kann, ne? So, kann ich das mal eben austauschen, dann kann ich das essen, dann habe ich Platz für die Kiste. Huiuiui, das ist aber echt tricky hier alles, ne? So, eine Kiste, die stellen mir doch erstmal voll in den Weg hier. Ist ja erstmal egal, wir können ja noch umrangieren, ne? Hauptsache, ich kann erstmal einen ganzen unnützen Shit raushauen. Hier die Bauteile. Das hier. So Metall und sowas, das brauche ich ja alles zum Bauen. Den Sprit kannst du hier nochmal mit hinjagen. Oh, hoffentlich haben wir noch genügend Maschinenbauteile, aber erstmal egal. So. Ja, schon in Ordnung. So, das ganze Ding abgebaut. Ja. Also, ich muss natürlich auch aufs Schiff gucken, ne? 406 Kilo von 1300. So, das heißt, kann jetzt mal eben hier ihn hier wieder anschmeißen. Sonnenraum, der macht 30 Kilo. Ach ja, guck mal. Dann kommt hier noch einer rein. So. So. Was? Was ist da jetzt wieder? Von Ausrüstung. Ach so, da ist auch noch so eine scheiß Dings, ne? Hier ist noch so eine Turbine dran. Habe ich noch Platz? Ja, habe ich noch. So. Ja, schon richtig. Hat doch noch das richtige Werkzeug in der Hand, ne? So, Dankeschön. So, jetzt kann ich mal gucken. Ich will ja ganz gerne mal eine Fensterwand haben. Wände? Ne, hier, Wände. Fensterwand. 5 Glas. Ein bisschen Glas haben wir ja. 50 haben wir. Ja, das ist doch gut. Dann kann ich auf jeden Fall Fensterwände bauen. So. 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 Ja, vielleicht nehme ich eine nochmal wieder weg. Weil wir brauchen ja auch eine Tür, ne? Tür. So, okay. Eine Tür werden wir brauchen. So. Warte mal, das können aber auch normale Wände werden, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht, ich weiß es noch nicht. So, erstmal noch nichts an Zwischenwänden. Guck mal hier. Da ist ja eigentlich nichts dran, ne? Nimm die mal weg. Und mach da mal eine Fensterwand hin. Was fehlt jetzt? Synthetics. Da sind sie doch. So. So. Fensterwand, sondern würde ich die beiden nicht als Fensterwände machen, sondern als normale. Aus dem einfachen Grunde, da kommen Turbinen und Motoren dran. Dies macht ja gar keinen Sinn dann, ne? So, lass mal kurz gucken. Hier normale Metallwände. Was fehlt? Metalle. Metall habe ich immer noch irgendwo. Guck mal, ein bisschen hier, ein bisschen da. Hä?
So. So, jetzt haben wir 550. Jetzt können wir ein paar Stege noch bauen. Hallo, Steg. Er ist schwierig, den ersten dran zu setzen, ne? So. Und auch so ein Steg, ne, kostet ein Jahr Zeugs hier Gewicht. So, dann kann ich den hier anbringen. So. Einen. Da hatte ich den zweiten auch hier, ja. Den hatte ich also auch nicht weggeräumt, ne? Nee. So. Zwei. Ich habe sogar noch hiervon eine dabei. Sehr cool. Zack. Ich glaube, die habe ich hier zwischen gelagert. Das, was haben wir da? Das Bett. Das brauche ich jetzt noch nicht. So. So. So, dann habe ich noch zwei. Ja, ich esse sofort was. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich möchte bauen. Nochmal zwei hiervon. Das heißt, ich brauche noch ein paar elektrische und ein paar Maschinenteile. Metalle haben wir noch ein bisschen. Aber nicht so viel, ne? Guck mal, hier ist auch noch eine Turbine. Okay. Hatte ich schon vier Turbinen? Das wäre cool. Hier ist nochmal Metall. Sehr geil. Hier ist auch nochmal Metall. Hier sind noch Maschinenteile. Elektrische Elemente habe ich auch noch irgendwo gehabt, glaube ich. Hatte ich denn noch eine vierte? Nee, ich hatte nur drei. Okay, dann bauen wir noch eine vierte später. Ja, anscheinend hatte ich nur drei, ne? So, die kann ich hier schon mal hinsetzen. Ja, aber wo? Hier. So, jetzt kann ich da aber gar keinen Motor mehr hinbasteln, ne? Ja, mal gucken. Was brauche ich denn für einen weiteren Motor hier? Synthetics. Und hier habe ich definitiv nicht mehr. Aber elektrische Elemente müsste ich noch. Nee, hatte ich ja gerade geguckt. Habe ich ja nicht mehr, ne? Ah je. Ja, da muss ich noch ein paar Ressourcen sammeln, würde ich sagen. Dann würde ich mal eben noch mal ein paar Sachen wieder rausräumen. Hier den Sprit, den brauche ich jetzt nicht mitschleppen. Hier ist irgendwas verdorben. Essen braucht der Gute, ne? Das heißt, ich würde mal eben den mitnehmen. Und ich habe ja noch irgendwo einen Köder gehabt. Ja, hier. Die beiden Dinger würde ich mal eben hier draußen aufbauen, nur schnell. Dann ich was Essbares kriege, während ich... So. Ich glaube, der hat auch nur noch diese eine Einheit. So, das können wir nachher versetzen. So, machen wir ein bisschen Licht. So, wie sieht's mit Wasser aus? Brauche auch langsam wieder. So, dann. Ei, ei, ei.
kann ich noch mal neues Wasser aufkochen hier. So, ja. Wonderful, wonderful. Dann müssen wir noch ein paar Sachen sammeln, ne? So, Staubmotte nehmen. Köderbehälter, muss ich gleich mal gucken. Kochstation, ich kann die Modde schon mal da reinschmeißen, habe aber gerade noch kein Wasser und ist auch noch nichts fertig, oder? Nee. Müssen wir noch ein bisschen warten. So, ich kann das Bett schon mal wieder aufbauen, weil ich muss gleich pennen. So, das packe ich erstmal. Ach Quatsch. Das packe ich erstmal hier hin, ne? So, ich brauche Synthetics. Ich meine, hier fliegt zum Glück genug rum, ne? Das ist schon mal gut, ey. Metalle braucht es gleich auch. Ganz klar. Wer kommt da jetzt gleich hoch? Genau. Zack, haben wir aber schon wieder 70 Stück. Ne, das hat nicht geklappt. Der ist out of reach. Der hier aber nicht. So. Ja, Metall nehmen wir auch noch mit. Ist nicht verkehrt. Ja, manchmal müsste auch ein bisschen beim Sammeln dabei sein. Nützt ja nichts. Ist nicht viel gerade an Synthetics hier. Da kommt noch mal in Reichweite hier. Gutes Teil. Ja, gehört ja genauso gut dazu. So, Metalle gibt es hier auf jeden Fall auch gut. Wir sind jetzt auch nicht in der Luft, sondern hier gelandet, ne? So, sonst muss ich das noch mal ein bisschen verbreitern an den Seiten da, ne? Ja, damit wir Motoren und so vernünftig da hinsetzen können. Dann ist das eben so, ne? Ja, und ich denke einfach, dass das Luftschiff, der neue Ballonkern, der muss zwar schon da drauf, aber der braucht was, wo du den draufsetzen kannst. Ne? Hier. Ja, wie viele haben wir denn? 164, das ist nicht so viel, ey. Das ist nicht wirklich viel. So, koch was. So, kochen. Läuft. Ja, muss ich noch mal gucken, ne? Ich wollte jetzt gucken. Ich wollte einen Motor aufbauen. Machen wir mal. So. Wollte ich gucken, ob ich den da noch zwischensetzen kann. Wenn das geht, den da noch irgendwie hinkriege, ist ja erstmal cool. Ansonsten, was kostet mich das? 5. Noch so eine Kiste, so ein Kasten hier. Ja, komm, dann verlänger das nach dahin, oder? Ja, das macht doch viel mehr Sinn. Dann verbreiter das mal eben. So, hier. Oh, der ist gleich leer, ey. Den muss ich gleich aufladen. Ei je. So. Und hier noch ein Raum hin.
Und hier. Auch noch einen Raum hin. Und dann muss ich mal gucken. Der ist aufgeladen. Den da kurz rein. Hatte ich eigentlich den anderen zwischenzeitlich mal aufgeladen? Nö, hat er nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Ist ja völlig uninteressant so, ne? Aber jetzt haben wir auf jeden Fall mal Platz hier. So, Essen ist fertig. Sehr gut. Fupp, futtern. Dann kann ich den noch mal kurz abbauen und den stellen wir uns hier an diese Wand, würde ich sagen. Ha, okay. So, ist das viel Abstand? Nö, passt genau, ne? Passt sehr gut, okay. Ich muss schlafen. Es nützt nichts. Es nützt gar nichts. Ich muss einfach pennen. Ich hätte die Kaffeenuss noch essen können. Ja, gut, okay. So, Gegenstandsdrucker hier. Verbesserte. Ja, machen wir später mal. Im Moment noch nicht. Ich bin froh, wenn das Schiff jetzt erstmal steht. So, Motor ist da. Den wollte ich jetzt hier ausprobieren. Den kriegen wir da oben nämlich nicht mehr dran. So, okay. Machen wir eben hier. Bau mal die Turbine hier wieder ab. Die hier. Maximum flight altitude reduced. Ja, ich weiß. Ich weiß. So. Ich weiß. Das ist blöder Scheiß. So, die auch nochmal abgebaut. Maximum flight altitude reduced. Ja, ich weiß. Ist doch okay. Schrei mich doch nicht immer an. Jetzt brauche ich da eine Wand, dann kann ich da eine Turbine und fertig. Aufladung. Schon voll? Schon voll, sehr schön. So, dann brauche ich Wände, Glaswände. Hier mal noch eine Metallwand hin. Hier hinten auch. Und dann kann ich hier direkt Glaswände noch machen, ne? Ja, Fenster. Nicht genügend Ressourcen. Was fehlt denn? Metall. Hatte ich nicht irgendwo noch Metall? Ich meine, dass ich noch welches gehabt hätte. Ich hatte doch hier was reingeräumt, sag ich doch. Zack. So, Fensterwand dahin. Wunderbar. So, okay. Dann können wir jetzt hingehen. Quatsch. Die Taste brauche ich. Dann können wir jetzt hier hingehen und sagen... Die drei kriegt hier eine Turbine hin. Darüber noch ein Motor. Jetzt muss ich nur gucken. Da komme ich dran, ne? Okay. Muss ich halt gucken, dass ich überall dran komme auch. Ja. Sonst gibt es da und da noch eine Tür. Zur Not geht auch das. Aber ich kann den nicht höher dran bauen, ne? Nee. So, wenn ich hier jetzt noch eine Turbine hinsetze, dann komme ich da doch schon gar nicht mehr dran. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich die Turbine überhaupt hinsetzen kann. Ich wollte die eigentlich ungern hier so an die Tür setzen. Ungern. Mehr als ungern. Dann warte mal. Oh Mann. Ist gar nicht so einfach. Hier. Abreisen. Maximum
Ja. Increase, decrease. Ist ja immer was hier, ne? Aber, Junge. So, okay. So, dann komme ich da hinten zwar nicht mehr dran, aber dann machen wir hier. Zack, zack, zack. Und eine Tür dahin, für die fehlen mir elektrische Elemente. Die muss ich bauen. Zack. Eins erstmal nur, ne? So, da muss ich sowieso gleich noch ein bisschen mehr bauen. Aber Tür. Jetzt kann ich ja von hier öffnen und kann hier Sprit nachtanken. Das ist gut, das ist wichtig. Ja, 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 ja. Aber wir brauchen eh noch Plattformen, damit wir hier den dicken automatischen Dings noch aufsetzen können. Extraktor. Oh Mann. Ja, ja, ja. So. Du kannst jetzt die da kurz aufheben. Und hier an die Wand setzen. Wo ist es da? Forschungsstation? Warte, warte. 3. So. Sehr schön. Batterie ist drin geblieben, ne? Ja, sieht gut aus. Wieso habe ich denn jetzt noch eine Turbine zu wenig? Hä? 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 Ich hatte doch... Ach du Scheiße. Ja klar, ich habe die an die Tür gepinnt. Ich Vollhorst, ey. Das ist echt anstrengend alles hier, ne? So, mach mal eben für Essen so einen Insektenköder fertig. Dann machen wir noch eine Membran fertig. Hier, nimm das, nimm das. Eine Membran noch fertig hier. Nehmen wir Synthetics und ich habe keine mehr. Ach, du ahnst es nicht. So. Möchte ich aber wenigstens das noch ein bisschen fertig haben, ne? So, die nehmen wir noch echt mit, ne? Ja. Ach, leck's mich doch am Arsch. So, hallo, hier. So, was habe ich gesagt? Noch eine Membran hierfür. Den Köder hatte ich schon. Zack. So, dann haben wir die Membran, die können wir hier anbringen. Sehr schön. So, jetzt wollte ich ja eigentlich hier mal gucken. Genau, hier. Steg. Insektenfänger hat es was gefangen. Sehr gut. So, dann können wir direkt was kochen. Wo ist sie denn? Da, aber die muss hier rein. So, das haben wir, das haben wir. Jetzt komme ich hier doch auch wunderbar an Motor und alles dran. Das ist gut. Die Turbine wollte ich noch wieder anbringen, ne? Ja. So. Ja, nicht direkt vor der Fresse. Einrasten anschalten.
So, das ist ja noch Mist hier. Hier? Nicht genügend Ressourcen. Okay. Jetzt lass mal kurz gucken, da ich die sonst vielleicht erstmal hier irgendwie dran kriege, ne? Ja. Da kann ich erstmal mit leben. Ja. Gut. Essen ist fertig. So, den haben wir auch. Essen tun wir. So, dann haben wir die angebracht. Die angebracht, dann habe ich jetzt alle Motoren, glaube ich, untergebracht. Und alle Dingens, alle Turbinen auch. Ich wollte noch bauen, einen Motor, glaube ich, und eine Turbine, ne? Ja. So, dann würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge, den letzten Motor, die letzte Turbine. Dann setzen wir uns in der nächsten Folge aber auch mal wieder in Bewegung und fliegen rüber zum nächsten Fragezeichen hier. Das ist dann da oben, so ein bisschen nordwestöstlich. Da würde ich sagen, da fliegen wir als nächstes hin und gucken uns das Fragezeichen an und fliegen jetzt erstmal die Fragezeichen hier ab. Ja, dann gucken wir uns die Geschichte mit dem Ballonkern nochmal genauer an. Ich schätze, dass hier einfach noch was fehlt, ne? Dass ich da noch hinten ankommen muss, von der Größe her, so dass ich da, oder könnte ich jetzt einen Schiffskern hier oben draufsetzen, so dass sie nebeneinander liegen quasi. Könnte ich mir auch vorstellen. Gut, aber vom Gewicht her sollte es funktionieren. Wir können es ja mal kurz ausprobieren. Wir können fliegen. Nee, wir können nicht fliegen. Warum nicht? Ach so, weil kein Kraftstoff. Okay. Kein Kraftstoff ist in Ordnung. Ja. Kein Kraftstoff geht klar. Den habe ich ja noch nicht eingefüllt. Wir müssen sowieso noch ein bisschen was machen. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wenn euch das Gebaue heute gefallen hat, dann zeigt es mir doch gerne mit dem Daumen nach oben. Wenn euch interessiert, wie die Reise hier auf meinem Kanal weitergeht und auch hier im Spiel, dann abonniert euch den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja, und lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Sagt mir mal vielleicht eine Idee zu dem Luftschiff, zu der Luftschifferweiterung. Vielleicht wisst ihr da noch was. Würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.